Einmal volltanzen, bitte. Danke. Ladies and Gentlemen, I'm stolz, Ihnen heute präsentieren zu können, live from the Las Vegas, here is there, please welcome Mr. Johnny Johnny. Thank you. Well, I shouldn't get down, I should say, what's one and much fun, and very interesting for all the audience. So, New York. Uno, dos, tres, cuatro. Seine Ex-Freundin Exa sehen dem Tod ins Auge. Der böse Herrscher Zerator will sie von seinen Schergen töten lassen. Werden Space und Lexa diesem grauenhaften Schicksal entgehen? Jetzt werdet ihr beide sterben! Tötet sie! Na toll! Du bringst mich immer nur in Schwierigkeiten! Du bist... Ihr könnt uns doch nicht einfach erschießen! Doch, sieh genau hin! Findet ihr nicht, wir sollten vorher ein bisschen leiden? Wie wäre es denn, wenn du uns in einen Kerker werfen würdest, um uns dort verrotten zu lassen? Sprich weiter! Ohne Licht und ohne Essen! In einer von Ratten verseuchten Zelle! Schimmel an den Wänden! Der Erdwurm hat recht! Ein schneller Tod wäre viel zu gut für euch beide! Nackt in der Kälte! Und gelegentlich werden wir gefoltert! Space, ich glaube, er hat's jetzt! Werft die beiden in den Kerker! Los, Alter! Es ist so unordentlich und eklig. Und du bist schuld. Schuld. Lexa, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, wie wir hier wieder rauskommen. Du bist für nichts zu gebrauchen. Und das eine, das sage ich dir. Wenn die Welt vernichtet wird, dann werde ich allen sagen, dass du es schuld bist. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Wer bist du? Naja, ich war der Chefwissenschaftler von Zerator, bis ich eine Waffe entwickelte, deren Strahlen aus jedem bösen Wesen ein gutes Wesen machen konnten. Daraufhin bekam Zerator Angst, dass ich die Waffe auf ihn richten könnte. Er steckte mich in diesen Kerker so lange, bis ich ihm sage, wo die Waffe genau versteckt ist. Aber wer auch immer die Strahlenwaffe findet, er kann die Schreckensherrschaft Zeratos beenden und in der Galaxis würde wieder Frieden einkehren. Ich wollte eigentlich nicht deine Lebensgeschichte hören, sondern einfach nur deinen Namen. Turex. Wo ist die Strahlenkanone? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie vor Jahren auf der Tauschbörse mal gegen diesen Pulli eingetauscht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Wer? Billy. Billy? Billy Krennigel Ork Nekrimememel. Auch genannt Billy der Kohlkopf. Wir finden ihn mit Sicherheit auf dem Planeten Vidoria in seiner Stammkneipe. Wo finden wir diesen Planeten Vidoria? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Wer? Billy! Okay, dann müssen wir also nur diesen Billy finden, um herauszufinden, wo Billy ist, um Billy zu fragen, wo wir die Strahlenkanone finden. Genau! Da stellt sich ja nur eine Frage, wie kommen wir aus dieser Zelle wieder raus? Gar nicht. Woher weißt du das? Von Billy! Wird Space Meyer Billy Krennigel Ork Nekrimememel ausfindig machen oder gibt es keinen Weg aus Zeratos Kerker? Wieso hilft denn das keiner?
viel, viel besser. Oh, furchtbarer Odin, allmächtiger Lieblingsgott. Es ist alles so furchtbar. Die Normannen gewinnen jede Schlacht. Meine Frau bekommt nur Mädchen. Und mein Wolfshund ist Vegetarier. Ich kann nicht mehr. Kannst du mich nicht ein bisschen aufheitern? Du sollst deine Aufheiterung bekommen. Echt? Das ist ja prima. Nun strecke deine Hand aus. Die andere. Das ist eine Blume. Was soll ich denn mit einer Blume? Man kann doch Wikinger sein und trotzdem Blumen lieben. Riech doch mal dran, Krieger. Nein, das mache ich nicht. Du sollst dran riechen. Nein, ich will nicht. Ich als dein Gott befehle dir, rieche. Warum machst du so ein komisches Gesicht? Naja, da kommt doch bestimmt gleich was raus. Das wäre doch nicht komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Ja, das ist komisch. Das ist komisch, ja. Ich habe davon gehört. Was wäre, wenn der Mensch nur eine einzige Insel besiedelt hätte? Was wäre, wenn sich die gesamte Weltgeschichte auf Mallorca abgespielt hätte? Was wäre, wenn? Heute Christoph Kolumbus. Nee, schön haben Sie es hier. Ja, schön gemacht. Du, wir beide, wir werden schon einen Fußweg finden. Vom Bayern zum Ballermann. Du meinst zu Fuß vom Oberbayern zum Ballermann? Das ist unmöglich. Nein, es ist möglich. Mit diesem Gerät werden wir den Weg schon finden. So. Was ist denn das? Galaxy? Galaxy, das, nie gehört. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben eine neue Diskothek entdeckt. Ja!